Ein tolles Manöver. Er springt. Er macht den Reit. Der USC Heidelberg geht souverän in Führung. Das ist ein Bild, meine Damen und Herren. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Didi Spengler schnappt sich den Ball, zieht vorbei an Hartmann, springt und haut ihn rein. Da läuft die Uhr gegen Null. Das Spiel ist aus. Der USC gewinnt überragend mit 90 zu 77. Ist damit neuer deutscher Basketballmeister.